Guten Morgen! Donnerstagabend, hier sind die Nachrichten, die extra für euch gemacht sind. Und darum geht's. Besonderer Besuch. Wenn die Bundeskanzlerin zu Besuch ist, geht's natürlich um Politik. Diesmal in Ägypten. Starke Stöße können eine Gehirnerschütterung verursachen. Paul kann viel davon erzählen. Und verrückte Fotos. Hier post eine Katze gerade für den aktuellen von unten Fototrend. Hallo bei Logo. Als erstes zeige ich euch mal ein Bild, das ihr hier bei Logo schon öfter gesehen habt, weil es da um ein großes Problem geht. Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern, die auf klapprigen Booten versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Immer wieder sterben Menschen dabei. Heute ist Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Afrika gereist, um unter anderem darüber zu sprechen. Gestartet ist sie. Klar, in Deutschland. Und dann ging es nach Ägypten, in die Hauptstadt Kairo. Dort sprach sie mit dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Azizi darüber, wie Ägypten in der Flüchtlingskrise helfen kann. Denn viele Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern bezahlen sogenannte Schlepper, um auf deren Booten mitfahren zu dürfen. Die Boote der Schlepper sind aber oft alt und nicht seetüchtig. Jedes Jahr verunglücken so tausende Flüchtlinge bei der Überfahrt und sterben. Ägypten soll deshalb seine Häfen am Mittelmeer besser kontrollieren und die Schlepper bekämpfen. Von Deutschland aus wurde Merkels Termin mit al-Sisi heute genau beobachtet. Al-Sisi ist seit 4 Jahren Staatschef von Ägypten. Viele Ägypter hatten damals gehofft, dass er endlich gerechtere Regeln einführen würde. Doch sie wurden enttäuscht. Denn al-Sisi achtet die Menschenrechte nicht. Er lässt zum Beispiel Menschen einfach einsperren, die eine andere Meinung haben als er. Darum sprach Merkel bei ihrem Termin auch die Menschenrechte in Ägypten an. Al-Sisi verteidigte jedoch die strenge Politik in seinem Land. Schule kann manchmal richtig nerven, aber Schule ist wichtig. Da bin ich jetzt nicht die Erste, die euch das sagt, und ich bin ganz sicher auch nicht die Letzte. Aber warum sagen das alle eigentlich immer? Weil man ohne Schulabschluss ziemlich blöd dastehen kann. Experten haben in einer Untersuchung herausgefunden, dass in Deutschland relativ viele Jugendliche die Schule ohne Schulabschluss verlassen. Zwar werden es weniger, aber für ein Land wie Deutschland sind die Zahlen noch zu hoch. Wir erklären euch mal an einem Beispiel, warum das mit dem Schulabschluss halt so wichtig ist. Antons Schulzeit ist seit ein paar Monaten zu Ende. Einen Abschluss hat er nicht geschafft. Seine Noten waren zu schlecht. Trotzdem hat er sich am Anfang noch gefreut. Nie wieder Schule. Endlich das machen, worauf er wirklich Lust hat. An Autos basteln und damit viel Geld verdienen. Deshalb bewarb sich Anton für eine Lehre in verschiedenen Autowerkstätten. Doch dann das. Nur Absagen. Immer mit derselben Begründung. Kein Schulabschluss. Eine Werkstatt bietet ihm aber einen Job als Aushilfe für wenig Geld an. Immerhin, meint Anton und fängt an. Er fegt zum Beispiel den Dreck weg und macht das Handwerkszeug der anderen sauber. An die Autos aber lässt ihn der Chef nicht ran. Die wichtigen Reparaturen darfst du nur machen, wenn du das auch richtig gelernt hast. Und auch nur mit einer Lehre könnte er später mehr Geld für seine Arbeit bekommen und im Job wirklich etwas werden. Anton ist geknickt. Aus der Traum, mit Autoreparaturen Geld zu verdienen. Doch dann macht sein Chef einen Vorschlag. Anton solle neben seinem Aushilfsjob zur Abendschule gehen und seinen Schulabschluss nachholen. Arbeiten und Schule? Das wird anstrengend. Aber Anton will es trotzdem machen. Vielleicht bekommt er dann ja eine Lehrstelle. Autsch, das tut weh. Mit dem Kopf irgendwo gegengeknallt oder beim Spielen mit jemandem zusammengestoßen, das kann eine dicke Beule geben. Oder, wenn es schlechter läuft, auch eine richtige Gehirnerschütterung. Vor allem beim Sport kommt das immer wieder vor. Das Problem, nur etwa jede zweite Gehirnerschütterung wird auch erkannt. Das haben Experten festgestellt.
Paul ist 12 und weiß, wie das so mit einer Gehirnerschütterung ist. Und davon hat er uns jetzt erzählt. Paul spielt schon seit Jahren im Verein Eishockey. Seine Gehirnerschütterungen hat er sich aber nicht beim Training, sondern beim Sport in der Schule geholt. Also mit der Gehirnerschütterung war das halt, dass ich dann mit dem Kopf gegen eine Reckstange im Sport geknallt bin und ich dann nicht mehr wusste, also ich wusste schon, wer ich bin, aber mir war halt total übel, schlecht, ja, eine Riesenbeule hatte ich. Paul wusste erst nicht, was los war, aber dann hat er sich ziemlich seltsam verhalten. Mitten in der Nacht bin ich um 3 aufgestanden, hab mich angezogen komplett, wusste nicht wieso und bin rausgegangen. Paul hatte Glück. Sein Vater ist Arzt und hat gemerkt, dass irgendwas bei seinem Sohn nicht stimmte. Paul war anders. Paul sagte mir, er hat Kopfschmerzen, ihm ist schwindelig, er war blass. Und damit war klar, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und nachdem er mir erzählt hat, was ihm passiert ist, war klar, dass das bis zum Beweis des Gegenteils eine Gehirnerschütterung sein muss. Gehirnerschütterungen können überall passieren, aber besonders bei Kontaktsportarten, also Sportarten, wo viel gerempelt, gestoßen oder auch mal geschubst wird, ist man gefährdet, eine Gehirnerschütterung zu bekommen. Bei einem heftigen Aufprall oder Stoß wird das Gehirn gegen die harte Schädeldecke geschleudert. Dort, wo es gegen den Schädel stößt, wird das Gehirn verletzt. Ganz selten kann sogar eine Hirnblutung entstehen. Ein verletztes Gehirn ist besonders empfindlich. Deshalb ist nach einer Gehirnerschütterung ein paar Tage Ruhe für Körper und Kopf besonders wichtig. Vermeiden sollte man den ganzen Tag mit dem Handy spielen, Fernsehen, schwere Bücher lesen, wo man sich sehr konzentrieren muss. Hält man sich daran und schont sich, heilt eine Gehirnerschütterung auch wieder komplett. So wie bei Paul. Der kann inzwischen beim Eishockey schon wieder Gas geben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, woran genau erkenne ich denn eine Gehirnerschütterung, dann hilft ein Blick auf logo.de. Da haben wir eine Checkliste. So, Achtung, Bilderrätsel. Erstes Wort, zweites Wort und das alles von hier. Tja. Skispringen. Darum ging es heute bei der Weltmeisterschaft in der finnischen Stadt Lahti. Rauf auf dem Turm und runter von der Schanze für die mutigen Männer. Kein Problem. Heute ist die erste Entscheidung von der großen Schanze. Mit dabei 4 deutsche Skispringer. Stefan Laie war als erster Deutscher dran. Beim Skispringen geht es allerdings nicht nur um die Weite. Auch die Haltung während des Flugs und der Landung wird benotet. 125 Meter, gute Haltung, Platz 9 für Stefan Laie. Dann Riesenfreude beim deutschen Trainer. Andreas Wellinger flog noch weiter. 127,5 Meter, Platz 2 im ersten Durchgang. Das roch schon mal nach Medaille. Spannung für den zweiten Durchgang. Dann volle Konzentration bei Andreas Wellinger. Gold, Silber, Bronze. Der Sprung war super und Platz 1 erstmal. Ist das spannend! Jetzt kommt nur noch der Österreicher Kraft und gewinnt Gold. Trotzdem große Freude bei den Deutschen. Silber für Andreas Wellinger. Wenn ihr mal besondere Fotos von euren Haustieren machen wollt, wir hätten hier jetzt noch ein paar Tipps für euch. Na, schon meine Katze so richtig schön von unten gesehen? Der litauische Fotograf Andrius Burba, hier bei einer Katzenmesse, hält diese nicht ganz alltäglichen Tieransichten mit seiner Kamera fest und nennt das Underlook-Fotos, also Untersichtfotos. Die Idee hat er aus dem Internet. Der einzige Unterschied, ich habe es professionalisiert. Mit so viel Erfolg in den sozialen Netzwerken, dass er sich jetzt an Tiere wagt, bei denen ein kleiner Tisch nicht mehr reicht. Um Pferde fotografieren zu können, muss Andrius unter die Erde. Auf das Erdloch dann eine spezielle Glasscheibe. Etwas rutschig für die Pferde, aber es klappt. Und Andrius hat noch einiges vor. Als nächstes würde ich gerne Tiger von unten fotografieren. Dann will ich einen Zoo besuchen. Vielleicht können wir da auch ein Loch buddeln und Zebras oder Affen fotografieren. Und aus so einem Erdloch lassen sich bestimmt noch so einige interessante Underlook-Tierfotos machen. Underlook-Fotos scheinen also der neue Trend zu sein. Also bei Tieren. Morgen ist die liebe Jenny hier für euch. Wie immer freitags schon um 19:25 Uhr. Viel Spaß und bis bald, ihr Lieben.
Sonne, Wolken, Sonne und dann wieder Wolken. So sieht es morgen fast überall am Himmel aus. Im Westen und Nordwesten fällt dazu auch noch etwas Regen. Dabei steigen die Temperaturen auf 8 bis 15 Grad. Von oben, von unten, von der Seite oder von vorne, ich sehe immer super aus. Ist echt nur ein Tipp. Mal in den Spiegel gucken. Ich hab verloren. Es ging alles viel zu schnell. Sag mal, Tom, weißt du überhaupt, wie man Karten spielt? Na, dann pass mal auf. Du wirfst sie durch die Luft und von Hand zu Hand. Dieser Vorgang ist als Mischen bekannt. Dann schleuderst du sie wild, dass sie keiner erkennt. Das ist, was man im Allgemeinen Austeilen nennt. Und bei wem zuerst keine Karten mehr sind, der gewinnt. Na, das probiere ich doch gleich selber. Ich werfe sie durch die Luft und von Hand zu Hand. Nicht verzagen, Tom. Versuch's doch gleich nochmal. Für Tom war es gar nicht so leicht, Karten spielen zu lernen. Aber das arme kleine Mädchen nahm sich die ganze Nacht Zeit. Und als es Morgen wurde, sagte Tom... Ich glaube, jetzt habe ich's kapiert. Erdbeermaus, lass uns Karten spielen. Mein Hemd gegen ein Erdbeermarmeladebrot. Du weißt ja, mit wem du es zu tun hast. Ich werf sie durch die Luft und von Hand zu Hand. So wird das, was ich gelernt habe, angewandt. Dann schleudere ich sie wild, dass sie keiner erkennt. Wir nähern uns dem, was man Höhepunkt nennt. Die Erdbeermaus denkt, dass ich ihr nicht entrinne.